Die Mehrheit der Tierhalter in Baden-Württemberg würde nicht am Tierwohl sparen. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des Unternehmens Felmo, das mobile Tierärzte beschäftigt. Danach wollen 56% der Baden-Württemberger woanders sparen als bei den Haustieren. 8% machen sich Sorgen, die Haustiere bei steigenden Tierarztkosten abgeben zu müssen. 15% würden weniger zum Tierarzt gehen, 14% sogar ihr Tier weniger impfen und 8% auf günstigeres Futter umsteigen. Auf die Frage, wie sie die steigenden Kosten beim Tierarzt einsparen würden, gaben 5% an, ihre Haustiere abschaffen zu wollen.